Zumindest wissen wir eines, dass alles Sein als genießende und damit dezentrierte Substanz erst seit einer zweiten Dezentrierung oder einer dritten Dezentrierung, einer dritten Verunmöglichung zu jenem Sprechwesen geworden ist, das die Repräsentationsvorstellung, Spiegelreflexionsvorstellung, Apparatur in sich entwickeln konnte, solche Fragen an sich als das Auge des Seins zu stellen, das in sich selber sich betrachten und sich sehen machen lassen, weiß, dass es beschaut wird, erblickt wird von dem, für das es sich sehen machen und es sehen machen lassen soll.